Gott sei Dank. Ist aber schon klar, wenn du das machst, wir wollen irgendwann sehen, was du gelernt hast, ne? Nö. Ja. Du, manches davon mache ich sowieso im Stream. Nur muss ich manche dann zügeln, mit ihren Verbesserungsvorschlägen bitte hinterm Berg zu bleiben, bis ich nachfrage. Das wird das größere Problem sein. Es gibt ja immer so, also jetzt nicht so von euch, ne, aber es gibt da ja immer so zwei, drei Kandidaten, die dann sagen, ja, das macht man aber so und so und das bin ich dann, denn und dann. Ja, lass mich das doch erstmal selbst ausprobieren. Mann! Immer dieses Backseat-Gaming. Ich hasse sowas. Wenn ich nach expliziter Frage, dann ja. Wie zum Beispiel beim Parler, wo ich erst nicht wusste, okay, womit pull ich die Gegner? Einfach Titel schreiben, First Time Take, no Backseat Game, hier sonst Band, Ende. Jo. Oh, das Ding will ich haben. Das da, genau das da. Das, was jetzt verschwunden ist. Okay. Und dann stellst du mich für den Tag als Mod ein und ich bin da gnadenlos. Und meine Mods sind auch gnadenlos. Da musst du, da musst du einmal kommen, du hast die Stance vergessen, bam, weg! Nee, Mappa und Hybrid sind gnadenlos. Bei Luna ist das dann anders. Darfst du Mappa, aber nur wenn du in den Szenen dazwischen, wenn ich lese, das Katzenschnüsschen hältst. Mehr, also mehr als zwei Leute im Voice, also als zwei andere Leute im Voice würde ich sowieso heute nicht mit drin haben. Also du darfst auf jeden Fall noch. Weil Luna hat ja der Leute was anderes zu tun. Also ein Voice-Platz ist definitiv frei. Hallo! 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 Reittier. Ich brauche Reittier. Reitauto, okay. Brumm, brumm. Für mich? Jetzt ja. Okay, ich hatte vergessen, das Mikro anzumachen. Ah! Ja, gut! Ich glaube, ich muss lesen. Wo muss ich hin? Da, wo die Menschen sind, ne? Ah, hier! Wie schön spät das immer lädt. Da, wo der Auflauf ist. Ja. Du solltest nur gerade hier fragen. Nicht den ganzen verdammten Bund entschleppen. Ich hoffe, Matthias Boot ist stabil genug für uns alle. Wir sind äußerst dankbar, dass du uns dein Schiff zur Verfügung stellst, vor allem Estinien. Aber nicht doch, ihr habt so viel für uns getan und ich bin froh, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Nur passt beim Segeln bitte gut auf. Die Küste ist mit verborgenen Riffen nur so gespickt. Danke für die Warnung, wir werden stets ein Auge aufs Wasser halten. So, ich nehme hier meine Puffer. Und da taucht irgendwo die Quest auf. Lass mich raten, das ist die Inni? Das soll schon die Inni sein, ja. Ja. Voice oder kein Voice? Voice oder kein Voice? Voice oder kein Voice? Ah, kein Voice. Oh, Scheiße. Ich war zu langsam. Kacke. Egal. Müsst ihr das erst halt immer selber lesen. Was für ein Schatz handelt es sich hier? Schlummern tatsächlich Relikte einer Splitterwelt auf dem Grund des Ozeans? So viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Bislang fußen deine Annahmen auf nichts weiter als eine Legende. Sehen wir, wohin uns die Karte führt, dann theorisieren wir weiter. Da hast du recht, das Schiff ist auch bereit und bringt uns weiter als wilde Spekulationen. Lass uns in See stechen, wenn alle bereit sind. Juhu! Anytime! Ne. Yay! Inni! Da.
Normaler Inhalt wurde der Inhaltssuche hinzugefügt. Ach, und wunderbar, ich darf mit Seite an Seite laufen, ha? Ich würde Seite an Seite laufen, ich habe extra davor gewartet, extra da die ganze Zeit. Echt? Du willst mit rein? Ja. Juhu! Ich hab noch nicht weiter gemacht. Ja, ich könnte dich knuddeln, weißt du das eigentlich? Ich dachte, du wärst schon weiter. Ha, ha, ha. Warte, Einladung. Da! Oh mein Gott, sie kriegt einen Orgasmus. Nee, ich freue mich nur. Ja, ich dachte, ich müsste alleine rein. Ich hätte da so ein bisschen Schiss vor. Ja. Bereit? Ja. Für mich das mit anderen Spielern betreten. Bitte, dankeschön. Es gibt Steinchen dafür. Ja, geil. Ja, natürlich gibt es Steinchen dafür, aber... Ja. Die Roten. Ja, die Roten. Ich bin gespannt. Ich habe mein Buff-Food vergessen. Ich bin gespannt. Hilfe, ich bin euer Tank. Was gehst du rein? Ich gehe als Reaper. Reaper ist jetzt mein Main. Hast du den schon auf 90? Ja, schon lange. War die zweite Klasse, die ich auf 90 hatte. Ich finde Tataru so niedlich. Ja, die ist echt knuffig. Die Musik ist cool. Partymodus. Okay, Partymodus Ende. Ah, nee, sie geht weiter. Jawohl, nochmal. Gucken wir uns das Ding mal an hier. Muss ich erstmal wieder in den Reaper reinkommen. Erstmal das Ding ziehen lernen hier. Was geil wäre, wenn man die Affen am Schwanz packen könnte und wegschleudern. Ja, am Affen. Ja, echt, ey. Und du sollst tierlieb sein? Oh, ich liebe den Move. Also, sie sind so, schon so aus wie der, wie beim Alley-Ray, was man in Bildern schon gesehen hat. Mm. So Archie? Ich freue mich schon auf den Alley-Raid, ey. Ich auch. Ich will dann endlich mal ein Raid sein, wo nicht alle sofort wissen, was zu tun ist. Ja. Das wird richtig schön auf die Fresse. Und vor allem, man hat kein schlechtes Gewissen, wenn man es verkackt. Ja. Weil es halt einfach keiner weiß. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich Ramanastro damals zum ersten Mal gehabt bin und noch keiner wirklich wusste, wie es funktioniert. Ja, bei mir war das schon, bei mir wussten schon alle, wie es funktioniert. Und ich dann so, wo geht's lang? Was muss ich machen? Bei den anderen nach. Der Heiler rennt auch schon so vor, so nach dem Motto, ey, ich hab lange Pfeile. Nee, ich zieh langsam, da kann er so weit laufen, wie er will. Ja, ist auch besser so. Ja, wenn du das noch nicht kennst, dann würde ich auch nicht hier, weiß ich was, die ganze Inni ziehen. Ganze Inni zu ziehen ist, glaube ich, sowieso das Schlimmste, was du tun kannst. Zumindest ja, du denen. Weißt, so eine Spezialisten gibt es auch. Ja, leider. Leider. Boah, ich war den ganzen Vormittag mit meiner Oma unterwegs, ne? Ja. Ich war so fertig.
Aber Oma auch. Da habe ich dann gemerkt, ne, dass das mit ihrer Luft nach der Covid-Erkrankung schlimmer ist wie bei mir. Na, scheiße. Dann habe ich ihr die Geschichte erzählt von gestern mit dem alten Mann, ne? Guckt die mich an und sagt zu mir, kannst das denn verschmerzen? Ich guck ihr an, ist das jetzt dein Ernst? Ich sag so, Oma, in dem Beutel waren vielleicht 4-5 Euro drinne. Klar hätte ich die selber auch gebrauchen können, ne? Aber in dem Moment... Nö, ja, hätte sich ja auch drüber gefreut. Ja, da denkst du denn auch, gibt Leute, die haben das Nötige. Etwas, ja. Traurigerweise. Traurig, aber wahr. Oh, was ist der Fall? Auf First Boss. Oh. Erstmal richtig hinsetzen. Erstmal in den Gamer-Modus gehen. Ja. Alter, der sieht aber cool aus. Der leuchtet. Ich liebe alles, was leuchtet. Oh, kann ich mir den in den Wohnzimmer in die Ecke setzen? Speichstrom. Ja, aber ich glaube, der ist nicht ganz so nett. Autsch. Ja, kommt da. Aber der Anfang erinnert mich an Shadowbringers. Da mussten wir auch erst unsere ganzen Kameraden zusammensuchen. Ja. Oh Gott. Autsch. Aber hier ist das Gute, dass wir schon in allen Gebieten waren vorher. Das stimmt. Deswegen bin ich auch immer verdammt froh, dass ich die Flugwege schon habe. Warum habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie immer falsch laufe? Oh ja. Guck mal, er macht bunte Farben. Ich mag bunte Farben. Ich auch. Aber am besten, wenn sie mir nicht wehtun. Oh Gott. Die Mischung ist aber scheiße. Orange, blau, rot. Komm, mach sie weg. Oh Gott. Jasper, nicht am Mikro knutschen. Nicht? Ja, dann rauscht das ja bei euch. Ach ja, schade. Hey, okay, wie stellen sie sich auf? Oh Gott, scheiße. 2 Zentimeter zu wenig. Führe mein Schwert, Ungetüm des Meeres. Meine heilige Klinge wird dich verbrennen. Eieiei. Kitty ist im richtigen Modus. Das stirbt doch einfach. Oh, man kann schon wieder neues Zeug sammeln. Kristalltrophäen. Das ist bestimmt PvP, ne? Ja, ja. Das ist PvP. Aber der neue PvP-Modus ist echt cool, weil der echt schnell ist. Okay, das sieht mal richtig cool aus. Alter. Okay, ich sammle es aber noch nicht, natürlich. Aber... Alle gehen schon weiter und ich gucke mir jetzt mal mein Zünder Zeug an. Ihr hättet schreiben müssen zum ersten Mal in der Inni.
Ich glaube, oh mein Gott, Massenauflauf. Ich glaube, es sind eigentlich alle. Außer wenn sie direkt heute am Anfang schon. Und wie gesagt, zu Anfang. So wie ich denke, müssten sie eigentlich wissen, dass ich jetzt erstmal da bin, weil ich langsam und stetig ziehe. Weil es sind garantiert schon welche mit bei, die da schon heute drinne waren. Jo. Dementor, wahrscheinlich. Könnte zumindest sein. Gehe ich mir stark von aus. Ui, da hat Tataru sich aber Mühe gegeben. Ja. Ach, das ein bisschen einfärben? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja. Ja. Ja, ich bin ja nicht ganz so. Es ist in Ordnung. Es gibt Schlimmeres. Das Zeug ist ein bisschen schwächer als meins. Wie viele Tiere aus dem Meer wollen sie haben? Square? Ja. Hat denn einer die Hildi-Quest gefunden? Nö. Nee. Ich kann sie aber noch nicht finden. Ich habe die Hildi-Quest noch nicht weitergemacht. Ich bin noch bei der 50er. Also, wow, brauchst du schleift. Irgendwie brauchst du ja nicht fragen. Ja, mit dem schaue ich jetzt Gebiet, ich kacke sowieso. Hildi ist doch cool. Echte? Nee. Hildi, besser Mann. Ich bin überhaupt kein Fan von Hildi. Ich überhaupt nicht. Das ist schon wieder so bescheuert, dass das schon wieder geil ist. Nee. Einfach nein. Huch. Einfach nein. Das ist mir zu bescheuert. Dafür fehlt aber mir. Ist das grüne Huhn als Begleiter. Ja. 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 Ich sehe morgens auch immer grüne Hühner. Erhalten. Ein Walross. Wow. Ein Walross, was Füße hat? Okay. Schon wieder ein neues Buch, Reisekodex. Scheint ein bisschen mutiert zu sein. Ja, der Reisekodex ist cool. Ich glaube, ich streame schon seit 3 Stunden. Wo ist die Zeit geblieben? Das frage ich mich auch immer mal, ja. Ich würde schon bald Zeit für Pizza bestellen. Das kannst du dir dann gucken, verbraucht halt immer viel Zeit. Das denkt man meistens gar nicht. Okay. Kriege ich auch mal was für einen Schlitter oder? Ist Reaper heute nicht so angesagt? Du kriegst doch meistens nichts für den Krieger in den Innis. Das Witzige ist, wenn ich mit dem Bahn oder mit dem Tänzer reingegangen wäre, dann hätte ich für den auch nichts gefunden. Ich finde immer für die Klasse, die ich gerade nicht spiele. Die Krabbe mit der Krone ist cool. Ja. Crab King. Crab King? Nee, Crab King. Ach so. Der Krabbenkönig. Ah. Okay, let's go.
Sind die Elefanten jetzt als neuer Stamm auch jetzt schon drin mit dem Pep 6-1? Hab ich noch nicht geguckt. Wenn, dann habe ich sie noch nicht frei. Nee, ich auch nicht. Weil die sollten doch, glaube ich, auch kommen, ne? Autsch! Ja, sollten sie. Okay. Also, auf die Laser achten. Ja. Yep. Wenn ich diesen Oscar, wenn ich den Healer schon lese, bitte prüfe mehr. Nee, ich prüfe so, wie ich möchte. Hat er geschrieben? Ja. Au. B. Das ist ja auch neu. Aha. Cool. Ich mag den Boss nicht. Wo komme ich hier nicht hin? Oh Gott. Boah, ist das richtig, ein Wunder. Ich auf einen Zentimeter nichts. Boah, ist der scheiße, der Boss. Mhm, ich mag ihn jetzt schon nicht. Ich könnte mit Heiler gleich mal schreiben, dass ich so tanken werde, wie ich möchte. Ist das wohl mit Heiler sein lassen. Ja, du bist schließlich das erste Mal drinne. Ich möchte das Ding gerne sehen und nicht durchrennen. Ja, ja. Ist schon wieder ein Anzeichen, dass der Heiler schon drinne war. Ja. Ja. Das ist gerade, das ist Ja, ich kann wieder. Gott. Ich stand tatsächlich auch mal richtig. Das kann ich noch gut einschätzen, wie die schießen. Och, komm schon. Nicht normal. Okay. Hilfe. Okay. Wieder nicht. Passen. Es gibt was. Handschüchchen. Die sind sogar besser. Schön, wenn man neue Ausrüstung kriegt, die man auch gebrauchen kann. So. Damit der Heil den Schnut hält. Ich würde wahrscheinlich eh nicht. Dem ist langweilig. Lass mich immer so eine Gruppe suchen, egal. Ich bin Paladin, ich kann mich nur selber halten. Okay, da war. Oh, Gold! Gold. hab ich ihm doch schon gedacht. Nehme ich, ey.
die Tasche voll. Was haben wir bei Aladdin gelernt? Nimm niemals einfach irgendwelche Diamanten und Edelsteine mit. Dann nimm eine Wunderlampe mit. Ja. Hier füllt ihr aber doch nur drei Wünsche. Alter, das ist voll cool. Ich liebe Blau. Ich überlege schon, welche Pizzen ich euch zur Auswahl gebe. Ich werfe Schnitzel Hawaii. Nee. Schnitzel Hawaii lässt sich im Stream einfach schwer essen. Dann nimmst du das für morgen, kannst du wieder warm machen. Ja, es ist... Für morgen habe ich Pizza Hawaii. Für morgen bestelle ich mir extra Pizza Hawaii. Für heute habe ich einmal Pizzabrötchen zum Snacken. Und dann brauche ich noch eine Pizza. Und die Pizza, also ich gebe euch 4 Pizzen zur Auswahl und daraus dürft ihr euch eine aussuchen. Und dann lässt du die zu mir liefern? Nein. Das ist so viel. Oh, da bin ich. Ich hab dich lieb, aber nein. Verdammt. Ich glaube, hätte auch klappen können. Ich glaube, so weit liefert er auch nicht. Gib dir meine Adresse, dann kannst du in meinem Bereich gucken. Ich habe gehört, ein Derias schmeißt eine Pizza-Party. Ja. Ja, für mich alleine. Für mich alleine schmeiß ich eine Pizza-Party. Was, wenn ich meine eigene mitbringe? Ja, wenn ihr eure eigene mitbringt, dann geht das. Oder wenn ihr... Ich bin kalt, bis ich bei dir bin. Oder wenn ihr alle beide euch jetzt auf den Weg macht, dann könnt ihr die Pizza in drei bis vier oder fünf Stunden die Pizza hier bereitgestellt haben. Dann müsste ich meinen PC mitnehmen und Papa auch und dann machen wir eine LAN-Party. Ja, genau. Ja, wie damals. Und dann genau. Scheißt das Internet bei Aldaria ab. Toll. Ich bin ja mal gespannt, wir sollen ja jetzt bald Glasfaser kriegen. Ich bin mal gespannt. Ob das was wird. Sag mal so, hätte der Heiler anders gesagt, dass ich mehr ziehen soll, zum Beispiel if you want to can pull more, wäre ich nicht das heute gewesen. Die Ausfahrung macht die Musik. Ja. Ja. Also das kann ich auch nicht ab. Der sieht cool aus. Hat man den nicht auch im Trailer gesehen, glaube ich? Ich glaube ja. Guck mal, ein Clown! Ein Clown. Alter, du bist doch Weber, kannst du den nicht einfach auseinandernehmen? Ja, ich nehm einfach mal so ein paar Tücher von dem. Ein paar Stoffe von dem kann ich bestimmt gut gebrauchen. Juhu, ich hab mein Dings da bekommen. Meine Handschuhe. Das bin ich ja mal gespannt. Eoseo! Für den Sieg! So. Drauf. Ich sehe jetzt schon roten Rand und mag das jetzt schon nicht. Ja, ich mag auch schon die Spitzen oder beziehungsweise die Löcher im Boden nicht. Genau die da. Ja, Spinner. Oh Leute. Oh Leute. Oh Gott. Oh Leute. What the? Das ist ja cool. Das ist ja richtig geil. Ach, der eine oder andere Idee ist tot. Ei.
Das ist ja mega geil. Mama denkt sich nur so, okay, nö, ohne mich. Nicht mehr weiter. Weil wenn er ja dann dein Ende für dich. aber der Boss ist irgendwie cool. Tut mir leid, aber ich möchte gerne das Geld fürs Abo zurück. Oh Gott, was kommt jetzt? Ein gelbes Seil. Okay, er geht zum Grün, ich gehe auch mal zum Grün. Ich stehe aber. Okay. Der war so cool. Zirkus, was der da macht. Drehen wir wieder um. Okay. Oh, hallo. Wir sind wieder Spinner. Ja. Das ist sogar ganz einfach mit Maus und so recht gerade halten, dann einfach WDE und so. Ja. Das ist recht einfach gehalten. Oh Gott. Mich würde es aber jetzt zerreißen. Oh Gott, bin ich auch. Oh Gott. Nein, ich hab's aus der AOE geschafft. Meine Hand hab ich als Pad. Na, wenigstens habe ich es halt aus dem Ding rausgeschafft. Das ist ja schon mal was. Ich habe die Insel in der Heide verpasst. Aber das ist ja echt mies, wa? Ja. Ist mies, aber auch echt cool. Ja. Ja, weil man es nicht kennt, weil es wieder was Neues ist. Ja. Halt eine Mechanik, die es so noch nicht gegeben hat jetzt. Ja. Da haben sie sich echt mal was Cooles einfallen lassen. Oh, ich tippe, irgendwie habe ich das Gefühl, so eine Mechanik wird auch mit Allianz-Raid vorkommen. Weil es ist eine neue Mechanik, die muss halt gefördert werden, ne? Ja. Aber cool wär's halt schon, ne? Allianz-Raids, sind das denn die neuen Pandemonium-Stufen? Ne, das sind Nein. die 24er-Raids. Wie Kristallturm und so. Genau, und Rabanaste. Aber Pandemonium, die nächsten vier sind noch nicht mit bei, ne? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Die ganze Decke. Wieso lässt sie nicht dich den Limit rausmachen? Weiß ich nicht. Ich hätte den jetzt gemacht, aber. Ja, du machst viel mehr Damage als sie. Ich verstehe diese Leute nicht. Wer diese ungeduldigen. Yep. Vor allem ich die ganze Zeit, okay, ich warte noch und dann wollte ich gerade und naja. Naja. Aber sehr cool, Andy. Gefällt mir. Ja. War nicht zu schwer, war nicht zu einfach, hat eine gute Mischung. Gut, den zweiten Boss mochte ich jetzt nicht so, aber der erste und der letzte. Finde ich cool. Und sehr nice aus. Und allgemein ist sehr, sehr hübsch, Andy. Sehr, sehr hübsch. Ja. Farben sind sehr, sehr geil. Ja. Also, was haben die Reitwege gekostet? Die Reitwege? War das 10? Bei dem Event? Ja, das waren 10. Ja. Gut, dann kann ich mir einen holen. Ich habe nämlich noch 10 Steine. Hab ich gerade gesehen. Und nachdem ich gesagt habe, dass ich ziemlich will, hast du gesagt. Sequenz. Hm.
Womit haben wir es denn hier zu tun? Es ähnelt den Schmelzöfen Razzatans und doch... Studieren geht über Theoretisieren, meine Lieben. Halt! Die Apparatur darf nicht berührt werden! Vridra! Entschuldigt, Vasha. Nicht doch. Es bedarf keinerlei Maskerade mehr. Nennt mich ruhig bei meinem Namen. Doch muss ich gestehen, dass dies kein angemessener Ort für ein Wiedersehen ist. Und auch die Umstände sind verstörend. Plünderei, ist das euer Ernst? Das würde ich gern vehement abstreiten, aber letztlich lässt es sich wohl schwer von der Hand weisen. Ehrenwerter Vridra, besitzt ihr Kenntnisse über diesen eigentümlichen Apparat? Alchemisten fertigten ihn an, in meinem Auftrag. Es ist ein Siegel. Das ist geil. Ich hab mich angefasst. Ich stoll es nicht mit den langen Fingern. Also ich nehm's mit dem Schar nicht. Aber ich werde es mit Schnurberto machen. Ich hab auch das Oberste genommen. Ja, also mit dem Charakter, da ich bin halt die Stola-Fan, also ich kann das mit dem Schar nicht. Nee. Ja, ich finde die auch nice. Okay, so. Am besten seht ihr selbst. Ich bin der Einzige, der dieses Siegel zu lösen vermag. Und selbst jetzt ist es nur für kurze Zeit. Ein Riss im Gefüge der Dimension? Nein. Es mag klein sein, aber das ist ein funktionstüchtiges Nichtsportal. Gegenstandsstufe, wie hoch war die denn? Ich habe Fragen. Warum war ich Tola die Einzige, die so gegrinst hat? Ja, 560. Hey, danke. Gerne. Ja, die Frage stelle ich mir halt auch gerade, ne? Weißt du, alle so, und ich Tola nur so, ja, schön. LOL, ich hab sogar beide WS gekriegt, ne? LOL. Ich hab beide WS nice. Gekriegt. Als ob, ey. Ja. Das als DD. Ja, ich glaub, die einfach nur, weil sie die Tankweise von Kitty nicht gut fanden. Der ist fies. deswegen wundere ich mich ja halt gerade so. Das ist ein echt mega Assi. Naja. Jetzt habe ich 373. Okay. Na klar, was hast du zu sagen?
Ein Lichtsportal und ein Spalt sind letztendlich dasselbe. Sie sind interdimensionale Passagen, die den 13. Splitter mit dem Ursprung verbinden. Wir unterscheiden dennoch zwischen den beiden. Wurde eine solche Passage willentlich und mit Vorsatz geöffnet, sprechen wir von einem Nichtsportal. Ist sie hingegen ein Resultat einer willkürlichen dimensionalen Verzerrung ohne äußere Einwirkung, bezeichnen wir sie als Riss oder Spalt. Ein Blick auf das Siegel genügt, um sich sicher zu sein, magische Hand kontrolliert diesen Spalt und damit haben wir unseren Vorsatz. Es ist kaum zu glauben, wir zogen aus, um einen Schatz zu finden und nun stehen wir vor etwas weitaus Größerem. Als ich in die Schwärze starrte, überkamen mich Erinnerungen. Ich dachte an jene, die uns den Sieg über die Wolke der Dunkelheit ermöglichten. Du kannst auch mit befreundeten NPCs betreten. Öffne dazu Seite an Seite im Hauptmenü. Ja, danke. So, Istola, warum grinst du so? Ich will's wissen. Pfötchen will's wissen. Oh ja, aber wo war's nicht so? Würdet ihr uns mehr dazu erzählen? Weshalb es sich an einem solchen Ort befindet, beispielsweise? Ehe ich dazu komme, will ich euch eine uralte Geschichte aus dem fernen Süden erzählen. Es begab sich vor mehr als 5000 Jahren, dass das Alagische Kaiserreich sein Auge auf Mirasidia warf und zur Invasion ausrückte. Die Bewohner des südlichen Kontinents sammelten sich unter den hohen Schwingen Bahamuts und Tiamats und boten den Invasoren die Stirn. Doch als Bahamut fiel, wendete sich das Blatt endgültig zugunsten der Alaga. In ihrer Not blieb den Bürgern Mirasidias nur noch das Gebet, und ihr Ruf wurde von den Primae erhört. Auf der anderen Seite stand Xander, der um den Pakt mit einem Nichtswesen des höchsten Ranges buhlte. Wolke der Dunkelheit. So prallten die beiden Mächte aufeinander. Mirasidia und seine Primae gegen das Alagische Kaiserreich und die Herren des Nichts. Die Schlacht war ebenso grausam wie tragisch. Eine Geschichte, mit der wir selbst gut vertraut sind. Ihr aber, ihr habt es mit eigenen Augen gesehen, nicht wahr? Das habe ich. Ich vernahm den Klageschrei Tiamats und flog, so schnell mich meine Schwingen trugen. Ich und... Ashtaya. Ihr müsst wissen, uns Drachen ist das Konzept von Geschlecht unbekannt. Doch in euren Worten kann man sie meine ältere Schwester nennen. Ich erwähnte bereits, dass ich der Jüngste meiner Brut bin. Und Ashtaya, sie zog mich auf. So war sie bei mir, als Tiamats Ruf an unser Ohr drang. Gemeinsam zogen wir nach Süden und stellten uns der Armee der Nichtsgesandten. Für jedes Wesen, das wir entzwei rissen, rückten weitere nach. Die Massen nahmen kein Ende. Und im Angesicht dieser unaufhörlichen Flut ließ sich Ashtaya auf ein Wagnis ein. Sie stürzte sich in das Nichts, um der dunklen Armee direkt in ihr Herz zu stoßen. Selbstredend folgte ich ihr, ohne das kleinste Zaudern. Als ich an dem Kristallturm ankam, der über der Alagischen Basis thronte, schloss ich das Portal vor meinen Augen. Und das war das letzte Mal, dass ich meine Schwester gesehen habe. Seither ist sie verloren. Ich muss zurücknehmen, was ich eben sagte. Scheinbar bin ich mit dieser Geschichte keineswegs vertraut.
In den Archiven des Kristallturms wird diese Begebenheit mit keinem Wort erwähnt. Für das Allergische Kaiserreich war es wohl auch nicht von Belang. Ein verzweifelter Drache, der sich in das Nichtsportal warf und nie wieder herauskam. Ich hingegen suchte unbeirrbar nach einer Spur. Doch mit dem Fall des Allergischen Reiches ging auch die Technologie verloren, die eine Nichtspforte der Größe eines Drachen zu öffnen vermochte. Meine Suche nahm ein jähes Ende. Nichtsdestotrotz stehen wir gerade vor eben solch einem Portal, versiegelt von der Alchemie Razzatans und eurer Kontrolle unterstellt, nicht wahr? Es ist älter als Razzatan selbst. Ich stieß darauf, während ich fieberhaft nach einer Spur zu meiner Schwester suchte. Es schien sich auf dem Grund des Meeres gar von selbst geöffnet zu haben. Doch diese Pforte ist zu klein für den Leib eines Drachen. Erst als Razzatan geboren war und mir die Alchemisten zur Seite standen, konnte ich mich ihr wieder zuwenden. Ich habe ihnen so viel zu verdanken. Nach jahrzehntelangem Streben gelang es ihnen, das Portal auf die Größe meiner Marionetten zu erweitern. Du hast schon einmal von Ashtaya gesprochen, als es um Midgard Sommers Schuppen ging und du deine Brut um Erlaubnis gebeten hast. Nur von ihr hast du keine Antwort bekommen, nicht wahr? Das war also der Grund. In dem Körper einer meiner Marionetten trat ich also in eine andere Welt. Doch meine Schwester fand ich nicht. Nur unzählige Nichtswesen, die sich der nunmehr geöffneten Pforte gierig entgegendrückten. Und mir blieb keine andere Wahl, als dem Nichts den Rücken zu kehren. Weil sie sonst früher oder später über die Insel hergefallen wären. Du hast die Suche nach deiner Schwester aufgegeben, um Tafnir zu beschützen. So konnte Ashtaya jenen Ruf nicht beantworten, denn er drang gar nicht erst zu ihr vor. Sie harrt im 13. Splitter. Es war eine weise Entscheidung, augenblicklich umzukehren. Selbst einem hohen Drachen droht in dieser Welt die Gefahr, sich früher oder später in ein Wesen des Nichts zu verwandeln. Du hast sie gesehen, die Welt der Dunkelheit. Leuchtkristall? Ach, du meinst sicher seinen veränderten Körper. Ja, sein Äther war völlig aus den Fugen geraten. Leider müssen wir davon ausgehen, dass er sich nach einer gewissen Zeit gänzlich in ein Nichtswesen verwandelt hätte. Oh, Schwester. Oh, nein, 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 bitte verzeiht. Dies ist lediglich eine Theorie. Keineswegs eine Gewissheit. Die Schuppen eines hohen Drachen halten selbst den stärksten Ätherschwankungen stand, weswegen ihr sie als Basis für den Seelenwächter gabt. Vor ihnen müsste sich auch das Nichts beugen. Was mich auf eine Idee bringt. Die Seelenwächter sollten nach demselben Prinzip auch im 13. Splitter funktionieren. Meine Schwester verschwand vor mehr als 5000 Jahren. Es gibt keine Hoffnung mehr. Und ich bin kein Jungdrache mehr. Ein ganzes Land findet nunmehr Schutz unter meinen Schwingen. Ohnehin kam ich lediglich hierher, weil ich Eindringlinge spürte und sie davon abhalten musste, das Portal zu öffnen. Und den Schatz zu entwenden, selbstverständlich.
könnte ich meine Erinnerung doch gleich mit versiegeln. Eieiei. Wie viel sind die 3 Sekunden? Ach du Scheiße, ja, das lese ich aber jetzt nicht mehr alles. Bleibt das grün? Ja, bleibt grün, gut. So, ich gehe jetzt aber einmal ganz kurz mit dem Hund. Mach das. Und danach werde ich wahrscheinlich zumindest schon mal die Pizza bestellen, beziehungsweise dürft ihr euch dann eine auswählen. Also ihr und der... werden wir nichts abkriegen. Ja, genau. Genau.